Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem ersten Ultra-Hardcore-Battle, Ultra-Hardcore-UHC, mit ganz vielen Leuten. Ihr seht das ja alles und die stellen sich jetzt alle bitte nacheinander vor und wir fangen hier wieder rechts von mir an, bei Team Blau. Ja, wir sind Team Blau oder sowas ähnliches und wir werden ganz klar gewinnen, weil Hardcore trifft genau auf das zu, was auf meiner Festplatte sich befindet. Badum. Ja, genau. Also, ich kann mich nur den Worten von DestinyCast anschließen. Weiter an Darus. Hi, ich bin Darus. Hi. Ich. What the fuck, Alter? Hallo, du bist spitz im Weg. Hallöchen, ich bin Sepp von der Zepp und. Ja. Ja. Wahnsinn. Ja. Nunan. Los, Popeye. Ich bin der Nitty Bunny und jo, wir rocken das ganze Ding hier. Ja. Yo, ich bin der Alex von Extrem Verzockt und ich bin Alkoholiker. Okay. Mein Beileid. Okay. Okay, ich bin da breit gebaut, braun gebrannt, 100 Kilo Samenbank. Das heißen alle Dinge. Hi, Julia wieder am Start und ja, ich denke, wir werden die wieder fertig machen, ne? Meinst wieder. Wieder. Ich bin der Exodo, auch wieder dabei und bin hier für mein. Ich war noch nie dabei. Das ist nicht mein Problem. Mal kurz. Ich war auch noch nie dabei. Ja, Blaze ist natürlich auch dabei. Wir haben uns hier schon mal die Teamfarbe rot ausgesucht, denn wir werden die Gegner heute bluten lassen. Oh, Ansage. Das sagst du auch jedes Mal, Blaze. Ja, aber natürlich. Schönen guten Abend. Was sagst du bei der Farbe braun? Es ist wieder viel zu spät, wir fangen wieder zu spät an. Ich bin unglaublich aufgeregt und los, Babe. Juhu! Ich bin der Sebi und ich glaube, Blaze hat sich Farbe rot ausgesucht, weil er selber bluten will. Also irgendwie haut es nicht ganz hin. Darf doch keiner wissen. Jo, ich bin Nunan. Nein. Viel Spaß und viel Glück auf ein faires Spiel. Ja, GG. Team Dunkelrot fehlt noch, ne? Ja. Sind wir das? Ihr wollt aber? Ja, klar. Also Stefan oder 14 LP und. Wer will? Ich hab ja gerade gemacht. Klub hat das schon mal gesagt. Das hab ich nicht gehört. Sorry. Das ist mal. Ja, ich bin Wassermum, ich hab da am Anfang schon gehört und ich spiel zusammen hier mit dem Stinker. Ja, ich bin Wüste von der Stinke. Ja. Gut, dann überreicht das Wort nochmal an Exodo, der wird nochmal kurz was zu den Regeln sagen, damit unsere Zuschauer auch noch Bescheid wissen. Ja, gut, das bin ich. Hi. Danke, reicht. Okay, also gut, für alle, die wir jetzt hier noch nicht kennen. Ja, komm jetzt. Abtreten. Ist ja gut, ja. Jetzt geht mal aus der Mitte raus, lass die mal. Ich hol schon Gold. Okay. Also für alle, die UHC noch nicht können, es ist ein Game-Mode, wo du keine Leben normal regenerierst, sondern es nur möglich ist, Leben zu regenerieren, wenn du dir einen goldenen Apfel snackst oder Healing-Pots aus dem Nether holst. Zu den Pots ist Folgendes zu sagen, es ist verboten, sich Tier-2-Pots zu machen, also mit Glowstone. Des Weiteren kann man sich keine Regenerations-Pots machen, weil Gast nur Goldbarren droppen. Ja, zu den Crafting-Rezepten von diesen Healing-Items, das ist eigentlich beim Goldapfel wie immer, dass man sich einfach mit Barren craftet und die goldene Melone muss man sich allerdings mit einem Goldblock craften. Zu der Welt, in der wir spielen werden, es gibt einen Border in jede Richtung bei 1000, also minus 1000 und plus 1000. Und im Nether gibt es keine Begrenzung, es ist natürlich sehr zu wünschen, dass sich die Leute da nicht vercampen, sondern eben bald wieder zurückkommen. Das Spiel hat eine Begrenzung von 3 Stunden. Nach diesen 3 Stunden werden wir uns alle bei 0-0 treffen und dann einen finalen Kampf machen. Es gibt am Anfang auch eine Friedensphase, die 20 Minuten lang dauert. Und zwar haben wir in der Battle auch noch Folgendes, dass Stripmine verboten ist und man sich nach unten staircasen kann. Das habe ich auch schon den Teilnehmern ausführlich erklärt. Ihr werdet es dann schon sehen, wenn ihr euch nichts drunter vorstellen könnt. Amen. So. Geht los! Sehr schön. Sehr schön! Jawohl! Dann machen wir jetzt einen Cut, verschwinden unsere Räume und machen gleich weiter. Schön, okay. Bis gleich! Okay. Cool. Hallo! Wir sind jetzt allein im Channel. So, wir sind hier Team Lila. Unsere Farbe sticht ein klein bisschen heraus, natürlich. Was ist das hast jetzt? Du jetzt auch so eine komische Vision? Ja,
So. Okay, in 2 Minuten geht es also offiziell los. Ja, Ultra-Hardcore-Battle, also jetzt einmal nochmal in kurz, unterscheidet sich natürlich ein bisschen anders von unserem normalen Battle, was wir sonst immer machen mit Ruzza und Co. Und zwar hat man halt nur ein Leben, man regeneriert keine HP. Kennst du dich übrigens mit Tränken und Co. aus? Ja, ich kenne mich ein bisschen mit Tränken aus. Das Problem ist halt einfach, dass wir für Tränke natürlich einen Haufen Mats brauchen, die echt, schwer zu farmen sind. Also sollten wir uns eher auf Goldäpfel konzentrieren, normale. Ich würde sagen, normale Goldäpfel sind sehr sinnvoll. Ja, ey, ganz ehrlich, ein OP-Goldapfel. Ja, das kriegen wir nicht zusammen. Pass mal auf, wir haben gerade noch, Entschuldigung, weil es gerade schnell gehen muss, wir haben nur noch 1 Minute 15. Wo stehst du? Deine Koordinaten kannst du anzeigen lassen. Okay. Ich stehe direkt neben dir, glaube ich. Ich sehe dich nicht. Ich sehe dich schon. Ein Stück über dir. Wirklich mich? Ja, ich sehe dich. Da, doch, genau. Da, gut, wir spawnen also zusammen, alles klar. Ja, nee, hätte ja sein können, dass wir irgendwie auseinander spawnen oder sowas, dann wäre es natürlich ein bisschen blöd gewesen. Das ist echt super. Ja, ich würde sagen, Standard ein bisschen Holz holen. Also generell würde ich als Ziel vorsehen auf jeden Fall Eisenrüstung, komplett. Weil mit Eisen fährst du nur minimal unter Diamond. Und damit ein Diamond Sword macht natürlich schon ein bisschen was aus. Ja, klar, aber wenn ich jetzt Diamanten finde, würde ich halt auch als allererstes das Schwert, ehe ich jetzt auf Rüstung gehe. Und dann, ja, das ist klar. Wir sollten am besten eine Höhle, wir können das jetzt riskieren. Das ist natürlich ein Gamble-Game, weil entweder bauen wir uns runter oder wir suchen oben eine Kluft. Oder wir suchen einen vernünftigen Höhleneingang im Endeffekt. Das Problem, was ich jetzt sehe, wir können ja auch von den ganzen Viechern umgehauen werden. Und gerade zu Anfang werden die natürlich in der Nähe von jedem Team massiv spawnen. Ich weiß jetzt nicht, 1500 mal 1500 haben wir Platz. Wir haben eine 24er Range, wir haben wahrscheinlich Max. Ja, das wird von der heftig. Zeit her sieht es nach Mittag aus. Es ist nicht morgens, oder? Sieht zumindest ein bisschen komisch aus. Ja, es ist Mittag. Guck nach oben. Es ist genau Mittag. Okay, pass auf. Und ich hab ein Go. Ich baue direkt jetzt mal Holz ab. Also wir brauchen sowieso einmal kurz den Standardkram. Ja, genau. Einfach mal standardmäßig anfangen. So, am besten sprinten wir gar nicht, würde ich sagen. Gerade in der Anfangsphase total unnötig. Ist es, auf jeden Fall. Baust du eine Workbench oder ich? Bau du eben die Workbench bei dem Baum komplett ab und schmeiß dir gerade die Hälfte rüber. Okay, warte. Klack, klack. Sag, wenn du stehen hast, dann drehe ich mich direkt um. Jo. Da hast du auch ein paar. Perfekt. So. Oh. Standard-Tools anfangen. Ja. Ich würde direkt 2 Pickaxen bauen. Ja. Und wahrscheinlich auch mal einfach schon direkt ein Schwert. Schaufel ist auch sinnvoll. Das ist, glaube ich, eine Sache, die für mich relativ neu ist. Ich bin nie auf Zeit angewiesen gewesen. Ja, ist immer ganz interessant. Also macht mir sogar ein klein bisschen mehr Spaß, finde ich. Ich habe eine Taktik, die ist zwar unglaublich gemein, aber auf jeden Fall gar nicht so übel, wenn es denn klappt. Sollten wir Darky und Julia sehen, es kommt zeitlich fast hin, dass wir vielleicht 1-2 Folgen sollten die überleben. Die wird um 1 Uhr disconnecten. Boah. Hallo, es ist ein Ultra-Hardcore-Battle. Das ist ja ultra-hardcore-mies. Ja, aber gut. Es geht hier nur um den Sieg. Ja, ich verstehe das. Man hätte den Router auch einstellen können. So, lass mal hier schauen, ob wir was finden direkt. Wir haben natürlich relativ viel Wasser hier, was an sich gar nicht so schlecht ist, weil hier dann irgendwo Höhleneingänge sein können. Ja, wir sollten uns natürlich die ganze Zeit ein bisschen umgucken. Das ist, glaube ich, ein Huhn habe ich direkt schon mal geholt, aber Moment, Essen bringt uns nur Hunger, dass wir halt durch Hunger keiner Leben verlieren, ne? Das ist natürlich auch ganz so, wir spielen 3 Stunden, das heißt, an sich wäre es sinnvoll, die Schafe zu killen und uns, wir können nicht pennen, verdammt. Nein, dann müssten ja alle schlafen, hier ist ja nicht dieses Add-on drauf, das ist nur 30%. Ich denke aber, dass auch wenn wir uns relativ gut anstellen, jetzt, wo bist denn du gerade? Ich gucke gerade, weil hier ein Höhleneingang ist, aber okay. Das ist ja, den habe ich auch schon gesehen, war zu klein. Hier geht schon mal ein Stück runter, muss aufpassen. Ist ja nicht direkt am Anfang unnötig Leben verlieren. Wobei ich sogar denke, dass gerade mir das wieder passieren wird. Hier haben wir noch einen Höhleneingang. Der sieht gar nicht so schlecht aus. Das sieht gut aus. Ja. Also Spawns sind trotzdem da. Das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall verteidigen können. Hier ist Eisen direkt. Ernsthaft? Okay, dann kurz Steinpicke. Ja, wir haben direkt Eisen. Wir brauchen Steinpicke, ja. Und es geht noch viel weiter runter. Super geiler Tunnel. Lass uns den mit Stein direkt zubauen. Ja, warte kurz. Ich meine ja. Abbauen und zumachen. Ich baue direkt eine Steinpicke. Okay, dann ich sammle einfach nur Stein und mach hinter uns zu. Ja, voll! Wie geil ist das denn? Nicht ernsthaft, oder? Creeper? Hahaha. Oh nein! Oh nein, Liscario! Oh, wie mies. Ich dachte, das passiert mir. Ist das für mich ja gar nicht mehr passiert? 2 Eisen, mehr war es nicht.
Ja, aber schon mal zwei Eisen ist ja jetzt ein Schwert. Das Problem an der Sache ist, lass uns den Tunnel nicht mit Stein zubauen, lass uns hier Gravel abbauen und Gravel nehmen, weil dann fällt es vielleicht nicht ganz so auf. Ja, aber dann nehmen die das Ding trotzdem mit, weißt du? Ansonsten brauchen wir Erde vielleicht. Ich baue Erde ab. Mach du weiter, nimm die Kohle mit, mach vielleicht das Wasser weg oder so. Und ich gehe eben hoch und hol Erde. Und dann baue ich einfach diesen Eingang hier flach zu. Kann ich sogar die Erde von hier nehmen. Ich stelle jetzt einfach mal die Workbench hier in die Ecke, damit wir die gleich wieder abbauen und ich hole mir die Kohle. Ey, das ist, boah, was ist das denn für eine miese Aufnahme? Also, ich finde das jetzt witzig, ne, und ich finde es ist nicht böse gemeint und sonst genauso wie die Tatsache, dass ich jetzt gesagt habe, hier lass uns doch Julia töten, wenn die disconnected. Auch das ist nicht böse gemeint, ne, aber diese Aktion finde ich einfach super witzig gerade. Ja, Entschuldigung wegen den Hintergrundgeräuschen bei mir gerade. Das ist total mies, damit kann ich leben. Nee, ich wohne am Flughafen und bei der Hitze will ich jetzt ungern das Fenster zumachen. Ja, das ist mein großer Vorteil, dass ich hier wirklich so ziemlich abgeschieden bin. Das heißt also, nachts ist hier nicht viel los, tagsüber hört man dann ständig irgendwelche Rasenmäher. So. Okay, das Ding ist dicht. Okay, jetzt ist die Frage, wenn wir hier ausfackeln, man hat immer eine gewisse Restscheinweite. Ich baue mal ein paar Fackeln für uns. Ja, bau die eher für dich. Ich sehe sowieso im Dunkeln. Ich bin also generell eigentlich dafür, hauptsächlich fürs Publikum. Also ich persönlich kann auch im Dunkeln genug sehen. Ich meine, nein, du sollst sie ruhig bauen, aber du sollst sie platzieren, weil bei mir sieht man alles im Dunkeln. Bei mir ist es nicht dunkel. Kleiner Cheater? Nee. So. Kannst du ganz einfach einstellen. Auf Bright ist es sowieso gestellt. Ja, du kannst in die Minecraft-Config gehen und Bright einfach auf 10 stellen. Bright ist nämlich nur 1 und du kannst auf 10 hochgehen. Und gerade das mache ich für die Aufnahmen immer, weil beim Battle ist man immer so oft unter der Erde und wenn du die Fackeln dann nicht mit hast, dann sieht keiner was und deswegen baue ich das einfach immer. Oder mache ich das immer so. Ich sag die Fackeln jetzt einfach mit ein und dann ist gut. Ja, jetzt ist die Frage. Also ich persönlich würde sagen, groß auf Enchantments konzentrieren wäre eigentlich schon eine schöne Sache. Allerdings ist das so zufallsbasiert, dass da immer eine Gefahr drin ist, dass man sich total verbaut damit. Weil so ein 30er Enchant muss auch erstmal herkommen irgendwo. Komm mal runter. Kohle hier liegen lassen bauen. Ja, wir haben hier unten noch ganz viel. Okay, ich nehme die Fackel auch immer wieder mit. Ja, ich baue dir mal eine Stufe, weil jeder Schaden ist hier halt bitter. Ja, bei 2 tief kriegt man keinen Schaden. Ja, ich meine aber allgemein, wenn jetzt gesprungen wärst noch, hättest du schon mal 3 gehabt, ne? Ich bin sehr vorsichtig. So. Und noch mal Eisen. Viel Eisen. Hier, in der Ecke auch noch. Ja, bin am Abbauen. Ich werde jetzt mal wieder hier für meine lieben Leute ein bisschen lichten. So, hier haben wir einen Zombie. Und der kommt sogar rum. Also ich würde sagen, auch vor 8 Eisen keine Kohle verschwenden. Und wir haben 8 Eisen. Soll ich uns einen Ofen bauen? Sollen wir die direkt einschmelzen? Ja. Ich glaube, wir haben es hier relativ gut, sage ich jetzt einfach mal. Wir haben das oben zugebaut. Die werden entweder nach offenen Dingen suchen oder sich einfach direkt runtergraben. Unsere Höhle ist natürlich jetzt ein bisschen breit. Also so random sieht die gar nicht aus. Es ist schon ein schöner Unterschlupf diesmal, muss man sagen. Hast du noch ein ganz klein bisschen Holz über? Passt schon. Ich habe tatsächlich noch ein bisschen Holz über. Aber okay, Eisen schmilzt. Ja, ich baue mir wenigstens eine Steinpickaxe, Mann, falls mehr kommt. Ja, ich bin übrigens von Grund auf eigentlich kein Stripminer. Das ist total witzig. Ach ja, Moment. Stripmine ist ja sowieso komplett verboten. Das, was wir jetzt machen, ist ja natürlich Eisen ohne Ende. Ich höre eine Spinne. Das ist so gut. Ah, die kommt. Ja, ich hab hier. Vorsicht. Da hinten ist Lava und ein Glitch, ein Lichtglitch. Lass dich nicht unnötig treffen. Zweimal. Einmal bitte, ich baue einmal ganz kurz zu. Ja, das ist schon, zweimal ist schon nicht wenig, ne? Ja. Du kriegst nicht dazu wieder. Ja, aber ich denke, dass wir in dieser Höhle auch mehr als genug Gold finden werden. So, ich mache jetzt mal ein paar Fackeln hier hin, um mal zu gucken. Und um uns die Spawns direkt, weil hier ist eigentlich ein optimaler Punkt, um erstmal so für unsere Grundlagen zu sorgen. Okay, von da oben kommen die runter. Ich habe nochmal 7 Eisen. So, sehr gut. Die ersten 6 sind schon fertig. Ich packe direkt 2 Kohlen noch mit rein. Dann kannst du, wenn du möchtest, das Eisen direkt reinschmeißen. Dann haben wir jetzt ein Eisen weniger, als wir eigentlich verwenden könnten, aber es passt schon. Was heißt das für eigentlich? Hier oben ist auch noch was, wir haben was übersehen. Einer sollte immer gerade nach Monstern Ausschau halten, gerade wenn Skelett zu hören ist. Hier haben wir. Oh, saugeil. Oh ja, sauber. Richtig viel. Ja, ich sehe das gerade. Krass. Ich höre weiterhin Spinnen. Ich finde Spinnen gefährlicher als Skelette, weil Skelettschüsse musst du einfach nur abblocken. Unter unserer Höhle ist direkt noch eine Höhle.
Wenn du dich jetzt einen nach unten graben würdest, werden wir direkt in der nächsten. Zombie? Ist er bei mir? Ich hab ihn. Immer einen Schritt nach hinten, wirklich auf komplett Nummer sicher gehen, gerade beim Ultra-Harten. Ja. Weißt ja, du, ja, wenn nämlich ein blödes Skelett kommt mit Bogen, das ist schon auf jeden Fall ein sicherer Hit. Siehst du mein Life eigentlich? Ja, 70. Ja, okay, also geht es in 10er Schritten runter. Ich hatte es fast. 16 Eisen habe ich nochmal. Das ist echt nice. Ich denke auch, wir werden... Ah, hier oben ist ja auch noch eins, guck mal. Warte, wie viel haben wir? 19? 31 Eisen haben wir jetzt schon. Ja gut, es reicht ja schon für mehr als eine komplette Rüstung. Echt gut. Ganz viele Zombies jetzt. Aber solange wir einen am anderen töten, geht das. Ja, das ist ja ein bisschen verständlich. Deswegen ist diese Ecke hier geil. Weil, wenn du hier stehst und schlägst, kann er nicht drüber kommen. Oh, von der Seite auch nochmal. Ja, ich hab den von links. Ganz viele jetzt. Nimmst du den von links? Naja, das liegt daran, dass es ja seit der 1.6.4er Engine finden Zombies ja quasi andere Zombies sterbend nicht mehr so witzig. Ist ja auch richtig so, ne? Das kann man ja keinem verübeln. So, okay. Das, ich habe Angst vor dieser blöden Spinne, ne? Das ist, ja, ich auch. Weil die ist aber, glaube ich, eine Etage tiefer. Ich habe gerade echt Schaden kassiert dafür, also das muss man ja mal sagen. Siehst du denn überhaupt jetzt den Fackelschein noch großartig oder eher nicht mehr? Nee, so, eher nicht. Ich bin hier über dir. Ja. Geht es mal hier abchecken, wo es hier lang geht? Wir brauchen Essen. Wir haben Creeper, Essen komplett verdammt unterschätzt. Das ist Essen, ja. Wir kommen bis nach unten. Wir kommen komplett bis nach unten. Ich habe noch mehr Eisen gefunden. Ich auch. Lass uns gleich eine Rüstung bauen. 48 Eisen brauchen wir. Ich muss mich beeilen, bei mir kommt ein Skelett. Bist du über mir? Ja. Ja, ich bin über dir. Also wir kommen mit der Höhle, kommen wir später noch nach ganz unten. Sehr gut. Die geht komplett durch. Wir brauchen nur was zu futtern. Ja, wir müssen also auf jeden Fall nochmal raus. Wir müssen gleich hoch. Am besten Rüstung schon mal voll machen. Willst du anfangen? Fang du mal an, dir eine zu bauen. Ich guck nochmal, ob ich ein bisschen Eisen finde. Ja, diese Spinne nervt mich echt tierisch. Da hinten ist Lava. Wie sieht's eigentlich mit Lava-Eimern aus? Mal so als... Ah, ich hab noch mehr Eisen. Ist natürlich, wenn wir die Rüstung komplett haben, beide ein Schwert und eine Pickaxe. Ich würde sagen, eine Eisen-Pickaxe reicht. Ja, ich habe... ich höre hier ein Skelett in der Nähe. Ja, und wie gesagt, wenn du dich ein nach unten buddelst, kommst du direkt in eine Monsterhöhle rein. Oh ja, ich sehe schon. Ich habe jetzt einen Eisen da aus bisschen reinfallen lassen, aber... Besser so, als Schaden zu nehmen. Quatsch, einen Holz. So, okay. Dann. Oh nein, Creeper. Zubauen. Zubauen. Also ich habe gerade schon einen besiegt. Bist du komplett jetzt? Hast du eine komplette Rüstung? Ja. Du kannst anfangen und ich habe neues Eisen. Ich baue mich gerade vor dem Creeper eben ein. Mach das. Weil ich habe hier nämlich, ich hoffe, der könnte auch andersrum laufen. Oh, wie reich ist das denn? Ich glaube, der wird mich sogar kriegen. Oh, der kommt wirklich, scheiße. Ich habe eher, also... Hab ihn. Die Spinne nervt mehr. Ich habe nochmal 6-7 Eisen. Gut, dann sollten wir jetzt beide eigentlich eine volle Rüstung haben können. Oh, mehr. Ich habe komplette Ader wieder. 10 Stück mindestens. Boah, Skelett. Verdammt, erst einen Schuss eingesteckt. Oh Gott, das ist jetzt richtig ätzend. Okay, das war jetzt echt mies. Ich habe 2 Schüsse von ihm kassiert, obwohl ich ihn um eine Säule rumgeleitet habe. Der Skelett ist 100%iger Treffer, leider. Das ist ätzend. Ja, das Gefährliche ist halt auch die Entfernung, mit der wir uns hier bewegen. Ist mehr als 24. Dementsprechend könnte sogar hier in der Höhle was spawnen, wenn wir nicht aufpassen. Okay, ich fange schon mal an mit Rüstung. Ja. Yep. Oh, Mann. Ich habe wieder neues Eisen reingetan. Ich traue mich auch noch nicht, die Höhle da hinten weiterzugehen. Ich bin mir zwar sicher, ich habe da Gold gesehen. Aber ich warte jetzt noch, bis du auch genug Eisen hast. Wie viel Keulen hast du schon verloren? 2. Hast du Zombie-Zeuge? Zombie-Fleisch, ja. Ja, dann ist. Ich brauch's ja noch nicht. Ja, aber solange du es noch toppen kannst, ist es mit Zombiefleisch am einfachsten. Ich habe erst eine halbe Keule verloren.
So. Ich muss mich so dringend an die Farbe gewöhnen. Welche? An unsere Teamfarbe. Nicht, dass ich irgendwann mal anfange, gegen dich zu fighten. Wir müssen dich erstmal nochmal vollkriegen. Ja. Ja, ich habe jetzt die geilsten Gegner gehabt. Diese blöde Spinne und ein Skelett. Ey, super. Bin begeistert. Deswegen bau dir immer Stein ab und bau dich immer zu. Oder bau es vor dir weg oder sonstiges. Auf jeden Fall, den Creeper habe ich halt auch lieber weggesperrt und so weiter, als mich mit dem anzulegen. Auch Wasser kommt rein. Gegen den Creeper hatte ich kein Problem. Ja, Creeper geht noch. Das ist okay, weil der kann dich auf Entfernung nicht angreifen. Aber ja. Nur mal sicher ist nur mal sicher. Ja, das ist halt, also ich finde, gefährlicher sind wirklich die Skelette für uns. So, also mir fehlt jetzt nur noch der Helm. Und wenn ich Eisen, keins mehr drin? Doch. Aber arbeitet das noch durch. Meistens hat man doch hinter Dirt Glück. Ich bin auch vorsichtig. Wie gesagt, wir können auch gleich die Höhle komplett weiter runtergehen. Da haben wir auf jeden Fall, ich bin mir sicher, ich habe Gold gesehen. Aber nimm Fackeln mit. Ich will nicht, dass hinter uns was spawnt. Ja, nur ohne Äpfel haben wir auch von dem Gold erstmal nichts. Ja, aber wenn wir schon mal ein bisschen Gold mit rausnehmen, dann können wir auch wieder hochgehen. Klar, wir können auch jetzt hochgehen, das Essen holen und dann wieder reingehen. Aber du hast halt jetzt nur 50 HP, ne? Ja. Dann müssen wir jetzt Essen machen gehen. Schon. Wohin baust du dich? Ich gucke, weil meistens ist hinter Dirt Eisen, aber hier in dem Fall bis jetzt noch nichts gefunden. Wie viel Eisen brauchst du noch? Helm oder was? Helm, genau, 5. Ja, gebe ich dir. Ich wollte schon mal weiter bauen. Perfekt. Wir kriegen keine Eisen-Pickaxe so zusammen. Ende der Folge ist, glaube ich, aber noch nicht richtig, oder?